Ja, Leute, und weiter geht es jetzt nun wieder mit Heavy Rain Movie Edition. Und ja, mit euer Gear Tobi. Achso, ja, den Controller, der ist ja wieder ausgegangen. So. Ja, 2 Jahre später. Und falls ihr die anderen Parts noch nicht angeschaut habt, würde ich euch das empfehlen, damit ihr Bescheid wisst, ja, wie das jetzt alles hier begann. Und ja, so. Wieder gelangweilt guckt. Erstmal anschnallen natürlich. Und dann starten wir den Motor. Kupplung. Dann geht's nach Hause. Ja. So sieht's aus. Und es wird noch interessant hier bei Heavy Rain, Leute. Also ein fantastisches Spiel auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall geben. Zeichentrick. Schauen. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Wir stehen voll im Bild. Okay, wir machen ihn jetzt mal. Oh, warte mal. Die Uhr. Wow, nice, geht sogar. Wer hätte das gedacht? Die Uhr geht. Gucken wir mal. 16:30 Uhr, Snack. 18 Uhr. Hausaufgaben. 19 Uhr. Abendessen. 20 Uhr. Schlafenszeit. Oha, haben wir also hier so Regelungen? Was haben wir denn hier? Okay. So ist wohl der Alltag bei denen. Irgendwas Gesundes. Möchtest du einen Apfel haben, mein Sohn? Hier schon, was zu essen. Danke, Dad. Ja, Apfel ist gesund. Gucken wir mal im Kühlschrank. Mal schön Bier. Noch einen Schluck. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Abstellraum, ne? Bestimmt. Starten wir mal auf die Waschmaschine. Ist ja mal ganz cool gemacht. Kuscheltier. Was haben wir denn da?
Origami-Killer schlägt wieder zu. Was? Ich hoffe, ihr konntet das lesen, Leute. Ein Origami. Okay. Badezimmer. Was macht gerade Sean? Spielen? Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Lass einfach mal den Apfel da. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Okay. Hausaufgaben? Sean, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? In Ordnung, ich komme dann später nochmal. Okay. Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Sean, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Denke mal, wir machen jetzt, oder? Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Tja, was für ein Dasein irgendwie momentan. Also, man hat hier so eine tolle Wohnung gehabt, alles, eine Frau, zwei Söhne und ja, nun ist es ja solch ein Leben. Also, wie das nach 2 Jahren noch so ändern kann. Tja, wer hätte das gedacht auf jeden Fall. Was für Schicksalsschläge alles so mit Menschen passieren kann. So, ich denke mal, kann man den Fernseher auch ausmachen? Oben. Gibt's auch? Wo man oben das ausschalten kann? Okay, er ist jetzt am Lernen. Schauen. Wir setzen uns mal mit dazu. Es geht kleiner. Warte mal. Quatsch. Gucken wir mal kurz auf die Uhr. Momento. Aha. War ja auch Zeit, jetzt Hausaufgaben zu machen. Schon krass, wie er so aussieht. Nur noch sein einziger Sohn noch da. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt Fernsehen? Jetzt wieder Fernsehen. Wir haben gleich 7:30. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Er freut sich natürlich ja auch. Er freut sich dann nicht, Lob zu kriegen, dass man ja alles soweit gut gelöst hat. Er soll ja was aus seinem Leben machen natürlich, ne? Yeah. Aber mehr haben die auch in dieser Bude auch gar nichts, ne? Schon krass. Hier kann man noch Licht einschalten. Abendessen? Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Dann gucken wir mal wieder im Kühlschrank. Diesmal. Was werden wir da jetzt mal so viel nehmen?
Chicken Pizza. Pizza ist was Gutes. Oh ja. Es gibt auch geröstete Schinken oder Rusted Chicken. Naja. Ich mach jetzt mal den Kühlschrank zu. Ich denke, die Pizza muss auch mal weg. So. In die Mikrowelle. Gesundheit, mein Sohn. So. Da holen wir mal die Pizza raus. Heiß, heiß, heiß. Heiß und fertig auf jeden Fall. Oh. So, ein Stück für ihn. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Ja, da kann er jetzt mal was essen, der Sohn. Ja. Damit er was überhaupt was isst. Ja, schon heftig, ne? So als Vater noch alleine mit dem Sohn. Ja, in einer Wohnung, so gesehen, die jetzt auch nicht wirklich das Beste ist, so wie das in dem Zustand auch aussieht. Ganz schön trostlos irgendwie alles. Ja. Schon eine krasse Atmosphäre. Ja. Okay. Ah nein. Nochmal. Kriegen wir das hin wie vor 2 Jahren? Gucken wir mal. Yay! Tatsächlich. Das ist noch die Pizza. Ja. Wie spät haben wir das jetzt eigentlich? 7:30. Halb acht haben wir das schon. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Hä? Aber ich gehe nie so früh ins Bett. Okay. Okay, es ist noch ein bisschen früh. Ich komme wieder, wenn es denn Zeit ist. Dürfen wir uns zu ihnen gesellen? Schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Oh, was haben wir denn da? Post, ne? Fotos. Persönlich. Was das sein soll? Schauen wir mal. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Wow. Krasse Nachricht auf jeden Fall. So, dann gucken wir uns mal oben um. Also, schauen, wie das hier so aussieht. Was haben wir denn da? Okay. So, das ist der zweite Bad. Wo alles so mit dabei ist. Ah, Mensch. Warte mal. Oh. Ich denke mal, wir waschen uns erstmal. Duschen ist wohl auch noch nicht angesagt. Ah, sein Kinderzimmer hier.
Oh, der zeichnet auch. Oder besser gesagt, er malt so. Ach, der Unfall vor 2 Jahren. Ich glaube, das wird man nie vergessen. Können wir noch nach draußen schauen? Achso, warte. Machen wir mal runter. Ist ja gleich Schlafenszeit für den Sohn. Was können wir denn hier noch machen? Noch soweit nichts. Unser Bett haben wir hier noch. So, dann machen wir allmählich auch bei uns hier so runter. Tja. Sure.